Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem neuen Kanal. Wir sind hier auf dem Gaming-Kanal. Lasst ihr auf jeden Fall direkt ein Abo da. Erzählt euren Kumpels, die sollen ein Abo da lassen. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Okay, nach dem Spiel gibt es dann auch die Rewards-Chat. Philipp Lahm. Okay, keine Fünferkette, kein Theo Hernandez, keine richtig krassen IVs. Geil. Geil. Kein Son. Gucken, wie morgen ist. Foden. Okay, er wird mit Foden R1 Dribbling spam? Nein. Mann, Dicker, ich drücke nicht zu Sch. Ist sie dumm? Digga, ich halte jeden Elfer, Chat. Ich halte jeden Elfer. Nein. Abseits, bitte. Ach, Mann. Scheiße, Digga. Was? Nee. Anschlussbug? Korva! Ist das eklig! Es ist nämlich Bugney! Macht einfach wiederholen und guckt, was ich gedrückt habe, für die sich fragen, wie das geht. Nein. Yes! Alter. Der hat einen anderen drauf. Boosten. Zack. Digga, das habe ich oft bei Neymar Chat. Abschluss, irgendwie haut er die Bälle nicht rein. Mann, ich schwöre, Mbappé rennt immer ins Aus. Ich glaube, ich muss anderen Rolle geben. Das gibt's nicht. Guck mal, wie leicht meine Gegner durchkommen. Es fuckt mich so ab. Es fuckt mich so ab, ne? Einfach ein Dreieck passt, die sind einfach da. Die sind einfach durch. Guck schon wieder. Neymar, wie kann er den nicht reinmachen? Schön. Digga, wie einfach, ne? Da verteidige ich echt nicht gut. Oh, anwählen. Gut. Mann, Digga, Seroberto bitte gegen Morgan. Hallo. No front, hallo. Kannst du aufhören, ins Abseits zu gehen, Kilian, dass ich dich mal bitte anspielen kann? Digga, was ein Bug. Ich schwöre. Ich hab ihn untrailt, den. Warum ihn? Karim Ademi! Wichtig, Junge! Ich bin anfällig gegen. Okay, er macht Anschlussback. Ich bin anfällig gegen. Hallo, bitte. Mann, ich schwöre, dieses Spiel. Ich bin extra nach hinten gelaufen, um es zu verteidigen. Und der wechselt Spieler und der geht da nicht hin zum Ball, obwohl er da, obwohl der Ball auf ihn kommt. Ist so dumm. Komm, machen wir es auch. Ja, natürlich nicht. Yes! Bitte. Oh, schön. GG's, Chat. Hat er abgepfiffen? Ja, ne? GG's. 10 Wins. Dass ich für 10 Wins so schwitzen muss, Digga. Ich habe zwischenzeitlich in der WL leider losgelassen, Chat. Deswegen wurden es wieder nur 10 Wins. Es war 4-0, habe ich gegen eSportler gespielt, dann 4-1, dann war ich schon gebrochen. Und dann habe ich ein bisschen losgelassen. Aber solange es trotzdem noch bei 10 Siegen immer endet, ist ja geil. Habe ich die Rewards geskippt gerade? Mann, Digga, ich hasse das. Auf jeden Fall, unsere Rewards haben wir. Boah, geil, das Hero Pack ist so geil, ne? Zwei, ne, das sind sie nicht. Wir haben 20 mal 81 Plus Spieler. Wir haben 10 mal 83 Plus Spieler. Dann ein 87 Plus Spieler tradable. Ein Hero Pack untrade schon wieder. Mit Unlimited Rating. Geil. Ein Inform-Spieler, noch ein Inform-Spieler und das war's. So, Informs, davon erwarte ich auch nicht viel. Wen gibst du 10, Chat? Saka, Valverde, ne? Das war's. McLean. Nice, Bro. Also diese Packs, ne? Mit einem Inform ist komplett Arsch. Digga, wie geil ist, dass man jede Woche einen Hero bekommt?
Es werden doch in 3 Wochen oder so werden doch die Teams only Dings. Only Heroes sein. Montiel, der hat 11 Meter geschossen im WM-Finale einfach, ne? Nehmen wir erstmal das Tradable Pack. Boom. Das ist nicht er. Walkout. RV. Kavachal. Vielleicht ein Doppelwalkout. Woran sieht man Doppelwalkout? Ich weiß nicht, wo man das sieht. Keiner, schade. Doch, lol. Shaw. Ey. Triple Walkout sogar. Aber die sind arschig. Das ist tradable, ne? Ja. Okay. Dann ist das hier vielleicht auch ein Doppelwalkout. Hadlan? Untrade? Schön. Okay. RV? Nein. Mann, Digga. Wieder Kavachal. So, Stufen rechts, links. Da war ein Licht da, erst rechts, links. Oh, Land, das ist kein Doppelwalkout? Mann, bitte, bitte Mondi oder so. Irgendwas, Untrade, irgendwas Cooles. Nee. Nein, nein. Komplettes Arschpack. Komplettes Arschpack. Nichts, gar nichts. Gekeres. Okay, 87 Plus Spieler. Der ist tradable, ne? Eine Frau. Oh nein. Renard. Ich erkenne sie schon am Gang, ich schwöre. Lyon, Renard, 88. Ich erkenne sie. Bruder, sie ist locker 3 Meter groß, ich schwöre. Nervensäge, Renard. Ups. Sieht dumm. Wie groß ist die? 1,87, die ist so groß wie ich. Ach du Kacke. Aber es sieht auch so aus, ich schwöre. Am Anfang, ich dachte so, oha, ein Wash. Ich sehe so ein bisschen Zopf von Seite und so diese Gangart. Ich denke so, oh nee. Okay, Chat. Hero Pack. Das, worauf wir alle gewartet haben. Beim Main Account haben wir Yaya Touré gezogen. Hier wäre der so geil gewesen, ne? Wir machen jetzt Roulette. Bumm, bumm, warte mal. Nein. Nein, ich popel. Boah. Habt ihr irgendwas gesehen? Ich seh nichts. IV. Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Digga, was popel ich so rum? Was ist das? Okay. Warte, bin ich. Wie sieht's aus? Okay, gut. Dann lass mal. Dann machen wir jetzt Roulette nur bei IVs. Passt schon. Warte. Monitor wieder an. Und warum puppe ich rum, Digga? Fuck. Ich habe einfach das Pack geöffnet und dann habe ich erst gemerkt, dass die Szene nicht geändert ist. Digga, wie geil wäre so Lucio oder so, Chat? Wie geil wäre Lucio? Nicht popeln, Sydney. Okay, ruhig. Spezial. Land, Bumm, Mexiko. Okay, es ist Marquez, Rafael Marquez, 74 Tempo, 150k, muss nicht sein. Es wäre eine Mocky-Innenverteidigung. Bumm, ist es nicht, schön. Okay. Digga, ich merke gerade, Cola ist der schlechteste von denen. Nach Carragher. Okay, wir gucken Mascherano, Chat. Mascherano wäre auch richtig Arsch. Die sind auch so klein. Argentinien, bitte nicht. Mascherano, bitte nicht. Yes! Mach England. England machen wir gleich erst, weil King ist auch noch Engländer. Okay, Portugal. Ricardo Carvalho. 77 Tempo. 91 Steff. Muss nicht. Aber ich finde jetzt schon, also jetzt, wenn er es jetzt nicht ist, schon mal stabil. Der nicht und. Okay, diese Georges. Obwohl, die hat 85 Tempo. Eventuell ist sie gut. Okay. Ricardo Carvalho, bitte nicht. Nein. Oh, Alter Schwede. Ricardo Carvalho. Okay, jetzt der nächste. Carragher und King zusammen. Carragher, King. Doppel-England. Wenn das jetzt nicht ist, dann ist schon mal super. Dann haben wir schon mal einen super Fang. Außer es ist Cola doppelt. Bitte nicht. Mann, Digga! Den schlechtesten! Mann! Oh Mann, Digga! Jamie Carragher, Bruder. Dich kann man nicht mal spielen. Boah, holla, what the fuck, Bruder? Da ist alles rot, Bruder! Den Wert wie bei mir, Bruder, was ist das denn? Was ist das?
Sieht aus wie meine Werte. Meine Bronzekarte damals. Bitte hat der geile Playstyles, dann spiele ich ihm vielleicht sogar, ich schwöre. 69 Beschleunigung, 71 Sprinttempo, das ist krank. Passspiel, 75, 73, Beweglichkeit, Dribbling, Arsch. Defensive, ist gut, Physis ist okay. Bitte. Ach, nicht mal das hat er geil. Also, ist okay so. Ja, er kann auch RV und LV spielen, Leute. Geil. So, wir sind auf dem Pack to Glory Account. Wir stehen 9-5, wie gerade eben auch beim RTG-Account. Mit diesem Team. Mit den Gurken hier. Das sind alles Spieler, die ich davor gezogen habe. Deswegen seht ihr überall hier Erstbesitzer, Erstbesitzer, Erstbesitzer. Ich darf nur Spieler spielen, die ich gezogen habe. Ich darf mir keine Spieler kaufen. Ist ein bisschen schwer mit Chemie und so, deswegen habe ich hier 26 Chemie. Ich muss mich entscheiden, wen ich im Sturm spiele, deswegen spiele ich Solo. Da habe ich 10k ausgegeben für die Evo. Ja, ich habe den Mann da. Ich habe auch noch ein paar gute Bandspieler, aber alles mit Chemie ein bisschen schwer. Deswegen ist das so das Beste, was wir zusammen bauen konnten. Mal gucken, was wir nach dieser WL ziehen oder was wir in dieser WL ziehen, womit wir unser Team upgraden können. Bin sehr gespannt. Wir gehen jetzt ins letzte Spiel, damit wir auch hier wieder einen Hero bekommen. Der Account ist seit Montag, heißt, also ich habe bis jetzt einfach nur einmal Rivals Rewards bekommen, noch keine Weekend League gespielt, einfach nur eine Woche halt, also so 5 Tage oder so FIFA gespielt. So, der letzte Gegner ist gequittet bei 1-0, heißt, wir haben jetzt auch hier 10 Wins, leider auch hier reingekackt, aber die Rewards werden schmecken. Und denkt dran, Leute, jedes Pack wird wichtig sein, beziehungsweise jeder Spieler ist wichtig, denn das ist der Pack to Glory Code, wo ich nur Spieler spielen darf, die ich ziehe. Das heißt, ich brauche vor allem jetzt Bundesliga, Premier League, La Liga habe ich viele Spieler. Deswegen muss ich da auf Spieler hoffen. Wir haben einmal 10 83 Plus Spieler. Wir haben einmal einen Basis Hero Untrade. So geil, so geil. Der wird spielen, egal was ist. Wollen wir machen, egal wer es ist, wir müssen den spielen. Auch wenn es so Campos im Tor ist oder so. Oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wen es alles gibt, wer es scheiße ist. Ich kenne die Schlechten ja nicht mal. So ein Rashford oder so. Rashford und dann Evo machen für 76k. 5x 78 plus habe ich auch, lol. 2x 80 plus, Hadler. Das kann ja sein. Scheiße. Was Spielbares. Sancho. Rashford! Hä? Oh mein Gott! Hä? Ich hab gerade Rashford gecallt. What the fuck? Boah, ich werde einfach beobachtet. Hallo? Hallo? Mach Evo. Digga, einfach. Ich red ein Pack danach. Also. Achso, hier ist eine Kamera. Danke, yay! Danke! Okay. Jetzt geht's langsam los. 578 plus. Ich sag, wir ziehen einmal Parejo. Keiner. Akanji. Akanji, cool. Du hast was in die Welt. Du hast was in die Welt gesetzt. Das hört nicht auf. Die schreiben mir so viele Nachrichten. Akanji! Akanji Bunu. Ah, ich dachte gerade, ich hab Neymar. Gertruida. Nashuweng. Mertens. Dries. Aslan. Okay. 83 plus 10 Spieler, 50 K-Pack mäßig. Das muss ein Oh mein Gott, yes! Das ist eine Frau. Mm. Okay, ZM Spanien. Ach, das ist dieses komische von Real, Mann. 85er. Aber vielleicht da noch was drin? Doppel-Walkout, Doppeldings. Swava? Das ist tradable, das ist tradable. Das ist cool. Chat, das ist nicht I. Das ist für tradable, das ist super. Noch was? Chiesa! Oh mein Gott, Chiesa! Und Martinez auch. Premier League. Endlich habe ich einen Stürmer. Ich muss nicht mehr Solo spielen. Chiesa! Und er ist sogar tradable. Guck mal, ich könnte ihn jetzt theoretisch verkaufen, Chat. Für 90k. Aber es bringt mir ja nichts, weil ich damit eh nichts machen kann. Ich könnte maximal einen besseren Stürmer ziehen. Aber ich muss ja darauf gehen, so. Die dieses Ziel versuche ich zu spielen. Sie kann ich 0,0 einbauen. Dänemark. Und Frauen französische Liga weg. Die hat coole Werte. Tatsächlich. Die kosten nur 12k. Spanien. Die wird man auch nicht einbauen können. Es war aber Loki Playable, ja, aber. Nicht linkbar.
So, Untrade Pack. 81 plus 20 Spieler. Kein Walkout. Mann, Digga. Das ist das wichtige Pack. Hier brauchst du spielbare. Palinha, nee. Krisch? Nee. Wer ist das? Portugiese? Ruben Neves. E. 84, Digga. Ich hab schon zwei von Al-Hilal. Bitte zieh ich Neymar. Ich muss Neymar ziehen auf dem Account. Parejo, da ist er. Onana, Havertz, Isco, Sorloth nochmal. Malcolm. Wieder Al-Hilal. Molina. Hedge, Kostic, Otamendi, David, Brandt. Damien. Ich muss kurz gucken. Einmal kurz merken, wen wir davon spielen können. So, ein 87 Plus Spieler, tradable, Chat, tradable. Bitte. Special Card. Nein. Frau Renard. Ich sehe sie schon wieder, ich schwöre. Okay, doch nicht. Pajor kostet vielleicht was, oder? Ist voll krass, wie viele Frauen man jetzt kennt, ne? Wir sehen einfach Land, wir wissen, wer das ist. Okay, Hero Pack Chat. Das ist der Pack to Glory Account. Achso, wir machen Roulette, 100%. Okay. Full Cam. Boom. Dann mache ich den hier aus. Okay, Wette auflösen einmal. Und neue Wette, ob wir einen Hero ziehen über 200k. Oder? Was ist da so eine. Ja, doch, 200k ist, glaube ich, richtig. Und Chat, ich werde diesen Hero ziehen. Ich werde diesen Hero spielen. Komme, was wolle, ich muss ihn spielen lassen. Stat Reveal? Nee, ich muss genießen. Bulgarien Berbatov, schön. Mostovoi, Russland. Oh! Digga, ich hab fast alle gesucht, ne? Fast gepopelt. Alter, mein Herz. Okay. Wir haben schon gut welche weg. Wen gibt's hier noch? Argentinien. Tevez, aber auch Milito. Peter Crouch. Lass Holland nehmen. Dirk Kuyt. Ich glaube, da ist kein guter, oder? Oben? Ist irgendwo ein guter? Holland gibt's keinen. Nee. Oh, Riese gibt's noch. Norwegen. Norwegen machen wir gleich. Polen. Smolarek. Jalla. Der kostet sogar 320k. Ist es nicht? Passt. Was habe ich gerade gesagt? Ah, Norwegen. Ole Gunnar Solskjaer und John Arne Riese. Oh, mein Herz, Digga. Alter. Wieder Niederlande. De Kuyt vs. Snyder. Snyder valid. Schade. Okay. Polen habe ich schon. Dudek ist es auch nicht. Gut. Gomez ist es auch nicht. Rosicki, Tschechien. Langsam. Langsam steigt meine Laune hier, Jungs. Okay, die habe ich alle durch. Saudi-Arabien machen wir jetzt. Saudi-Arabien? Bitte nicht. Ich habe Al-Jaber auf meinen anderen Account gezogen. Och, schön. Schön. Argentinien haben wir noch nicht gemacht, ne? Ich weiß nicht, was Dings kostet, was Tevez kostet, aber Argentinien. Weil da ist Milito noch. Cool. Carlito. Carlos Tevez. ZOM kann er sogar spielen. W-Chat. R1 Dribbling. Rakete, Power Shot. Für den Account super. Vor allem Premier League Dings hat er. Was kostet er? So, meine lieben Freunde, das war's mit dem Video. Falls ihr weiter auf den Laufenden gehalten werden wollt, lasst unbedingt ein Abo da. Der Kanal ist neu. Ich habe letztens gesehen, 70% der Leute sind keine Abonnenten, die das Video gucken. Oh nein, ich schwöre euch. Unten auf Abonnieren drücken, ist kostenlos dort. Checkt auch gerne das Video vom Main-Kanal ab. Das kam schon vorgestern online. Da wurde nämlich ein fetter Hero gezogen. Yay. Und wir haben 12 Wins geholt. Noch bessere Rewards sind da gewesen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Du mit mich. Mit dem. Pouring up, I read. Yeah, huh, pouring up, I read. They turn me up, baby.